Servus Leute und willkommen zurück zu Industrial Manager Future Technology. Ja, wir setzen dort fort, wo wir im letzten Part aufgehört haben, und das war ganz genau, wir haben einen Kredit aufgenommen. Wer es nicht mitbekommen hat, sollte den letzten Part nochmal schauen, wieso wir das gemacht haben, weil ich werde es nicht nochmal erzählen. So, wie schaut's aus? Unternehmenswert 15%. Wir haben zwar, nein, wir haben nicht das reichste Unternehmen, boah, um 30 Millionen mehr, aber das wird sich schlagartig jetzt ändern, weil wir ja das zweite Produkt haben und die teilweise ja schon mit 8 und 10 Produkten, ich weiß nicht, wie die das machen. Okay, wahrscheinlich bei der Textildüfer wird es relativ einfach gehen, aber mit 8 und 10 Produkten arbeiten, was halt Mörder ist. Wir haben einen Kredit offen von 5 Mille, den haben wir gebraucht. Und müssen jetzt schauen, dass ich jetzt, ich bin gerade am Sparen für das Softwareunternehmen, für die 3 Millionen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch forschen, noch nebenbei. So, dann machen wir gleich als nächstes die Farm fertig. Das haben wir nämlich dann komplett, dass wir mal alle Ressourcengebäude schnell einmal fertig forschen. Was ist denn das, was kostet mich? 231.000. Sollte man schauen, dass wir die über auf jeden Fall drüber haben. Obwohl, na, brauche ich nicht einmal schauen, ob ich drüber habe. Weil ich ja Mörder viel produziere. Aber wenn ich ins Minus komme, produziere ich auf einmal keine Handys mehr. Da muss ich aufpassen. Das bedeutet, wir sollten doch schauen, dass wir die über haben. Auf jeden Fall. Irgendwas ist fertig worden schon wieder. Ah, die Qualitätsforschung, die ist relativ schnell gegangen. So, machen wir mal das hier. Die geht überhaupt sehr schnell. Zumindest die ersten 2 bis 3 Level von der Qualitätsforschung gehen verdammt schnell. Und dann das letzte Level zahlt sich ein bisschen. So, aber jetzt können wir bauen. Nehme ich das Softwareunternehmen. So, machen wir das gleich mal so. Zack, zack, das kommt die ganze Linie entlang. Irgendwelche Unternehmen, die ungefähr die Größe haben. Und da brauchen wir jetzt eingebettete Systeme. Ich hoffe, das können wir jetzt so einfach machen, außer ohne, dass wir eine Forschung brauchen. Ich glaube schon, weil eingebettete Systeme war ja damals in der Season 2, waren ja die zweiten Sachen gleich, was wir machen können, wo wir nur Rohstoffe braucht haben. Und die Rohstoffe haben wir jetzt schon, Aluminium und Kunststoff. Wenn es endlich beginnen würde, dass fertig wird. So, perfekt. Upgraden können wir noch nicht machen, aber eingebettete Systeme, Aluminium, Kunststoff. Aluminium einmal aus dem Bergbau und dann einmal bitte aus. Jetzt ist halt die Frage, ja, wo. Das ist schon klar, von wo ich das herhole, aber wohin gebe ich das jetzt? Für mich ist es eigentlich ein Zwischenprodukt, aber es ist auch gleichzeitig ein Fertigprodukt. Wir werden das ins Fertigproduktelager liefern lassen und wir werden das auch verkaufen nachher. Weil wenn ich zu viel habe, dann kann ich das jederzeit sozusagen reinhauen und es wird dann am Markt verkauft. Das glaube ich am sinnvollsten. So, und jetzt kommen dreimal, wo wir die Kohle noch brauchen davor. Dreimal Soft, oder eines zumindest einmal, ein Gebäude mit der Unterhaltungselektronik, kostet aber 5 Millionen, müssen wir kurz ein bisschen warten, bis ich die Kohle zusammen habe. Das ist halt jetzt wirklich schwierig, wie ich es mache. Wenn ich das jetzt so sage, keine Ahnung, wenn ich das jetzt reingebe, da Fertigprodukt und das Nachfrage, sieht man, bieten dir für deine Mitarbeiter an, ja, bestätigen, nimm einfach. Man sieht einfach 34 Stück und ich produziere aber nur so wenig, deswegen kann ich das gar nicht so, ja, einfach verkaufen, weil ich ja für das andere Produkt ja auch was brauche. Halt, so einfach ist es gerade nicht, wie wir das machen. So, die 5 Millionen sind da, dann ein Unterhaltungselektronik, das sind von Gebäudegröße her, von der Höhe her ziemlich gleich, deswegen werden wir die gleich daneben hinstellen. Und da kommt jetzt das neue Produkt dann rein. So, davor schauen wir noch kurz auf den Aktienmarkt. Falsches Ding. Ja, das war's eh. Keine Aktien vorhanden. 12 Aktien. Die werden wir gleich mal schauen, dass wir kaufen. Die kosten uns 2,2 Mille. Da sparen wir kurz hin. Na, wird fertig. Dass wir wieder mehr im Markt verkaufen können.
Also dann schätze ich, dass ich so mindestens 200.000 oder sowas mache. Und unsere Forschung dürfen wir nicht vergessen. So, das ist schon auf Max. 1, 2, 3. Und dann kommt das zu Trage. So, und dann wird hier das nächste Produkt erzeugt, nämlich das Smartphone. Und da brauchen wir Gold, Kunststoff, integrierte und die anderen. So, das wird jetzt ein bisschen was an. Da müssen wir jetzt ein bisschen so Bergbau, Gold hinzufügen. Dann brauchen wir Fertigprodukt, das hier. Dann brauchen wir, scheiße, keine Ahnung mehr. So, wir brauchen integrierte und die Mikroprozessoren und den Kunststoff. Das bedeutet, nein, nicht Elektro, machen wir zuerst Chemie, Kunststoff. Und dann machen wir noch Elektro, die Prozessoren und die integrierten Schaltkreise. So, und da haben wir jetzt die Produktion drauf, stellen die Arbeit an und dann produzieren wir die ersten Smartphones. Nein, die dürfen, müssen wir zuerst ja noch, das hat uns eins gefehlt, wir müssen natürlich die Smartphones noch in das Fertigproduktelager hinausschicken, um sie nachher am Weltmarkt zu verkaufen. Fertigprodukte, Smartphones. Ja, die werden alle verkauft. Jetzt ist es natürlich extrem hochgegangen, weil ich alle Stücke auf einmal verkauft habe. Das wird nachher gleich runtergehen. Aber 356. 200.000 ist auch ganz nett. Halt, eigentlich könnte man da fast ein zweites machen. Wir können aber, warte mal, schauen wir kurz da mal noch die nächsten Sachen reinhauen. Wir müssen zuerst jetzt mal schauen, wie sich das ausgibt im Softwareunternehmen, was der verbraucht, also nur 6 Stück. Dann gehen wir mal ein zweites Unterhaltungselektronik. So. Und da produzieren, machen wir wieder 3 Stück oder so irgendwas, weil ich kann sie ja wieder auf dem ganzen Weltmarkt anbieten. Und allen Dingen. Ja, wir müssen halt schauen, dass wir wirklich die Rohstoffe immer haben. Und da könnten wir auch mal schauen hinein, wie es eigentlich ausschaut mit Errungenschaften. Ja, das dauert noch ein bisschen. So. Schließen. So, dann haben wir jetzt das vierte. Komplett fertig, komplett fertig, komplett fertig, komplett fertig, Tierfarm komplett fertig, Raffinerie komplett fertig, Chemiefabrik komplett fertig, Metallfabrik noch nicht, Glasfabrik noch nicht, Textilfabrik noch nicht, Elektrofabrik komplett fertig. Deswegen gehen wir gleich mal in die Metallfabrik hinein. Halt, ich tue jetzt sozusagen Metall, Glas jeweils die erste Forschung machen gleich, dass ich danach gleich weiter forschen kann. Es geht relativ schnell und ruckezucke voran. Ja, wir machen jetzt um so 50.000 mehr Gewinn. Schaut, dass ich das da jetzt, sozusagen die ganze Produktion hier, nicht einfach kopieren kann. Sozusagen vom anderen, sozusagen, was angeliefert werden muss. Das finde ich ein bisschen eine schlechte Funktion, weil ich muss mir das ja wieder merken. So, wir brauchen einmal Bergbau Gold. Wir brauchen Elektro, die Mikro. Wir brauchen Elektro, die Integrierten. Wir brauchen Chemie, Kunststoff. Und wir brauchen Fertigprodukte, die. So, und dann haben wir einmal Fertigprodukte, Handys. Zack, und jetzt werden wir mal eklig sehen. Wenn es nicht funktioniert, müsst ihr da umschalten. Aber ich gehe davon aus, dass das das Richtige ist. Und wir somit jetzt eigentlich in der nächsten Stadt hier auch gleich einmal das Produkt reinhauen können. Und das sind die Smartphones. Boah, 1600. Halt die Nachfrage nach Stücken, nach der Anzahl kann ich gar nicht befriedigen. Halt. Wir machen jetzt 250.000, das schaut auch ganz gut aus. Da könnte ich eigentlich. So, da ist jetzt das, dann hauen wir das rein, dann hauen wir das hinein. Da könnte ich eigentlich gleich noch eines bauen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher,
Wie schaut's mit Gold aus? Verbrauch haben wir nur 2, gut. Ja, dann haben wir gleich noch mal eines hin. Eine Unterhaltungs-, ein Universitätslabor, Forschungsverbessert, ja, das machen wir doch auch gleich irgendwann. Irgendwann können wir schon einnehmen, halt, ich mache jetzt eh nachher die Forschung sozusagen nacheinander gleich wieder. Das Gebiet ist ziemlich klein, aber es geht sich aus praktisch. So. Tierfarm ist jetzt komplett fertig, oder wie ist das jetzt gewesen bei der Forschung? Genau, die ist jetzt im Endeffekt fertig. Da können wir überall die Verbesserungen kaufen. Weil das eine ist sozusagen nur mehr das höhere Level. So. Und das machen wir hier auch. Und machen wir auch dann die Produktion erhöhen. Hä? Also da war ich schon unter Maximum. So, als nächstes geht's hier ran. Weil da weiß ich auch, dass ich die schon habe. So, dann haben wir auch gleich die Produktion rauf. Auf 380. Gehen wir zuerst auf das 1er. Das ist halt das Geile, wenn du das erforscht hast nachher und du gleich beim Aufbauen von dem ganzen Ding das auf Maximum stellen kannst und dann nicht nachträglich irgendwie herumpfuschen musst, ewig lange, bis das sozusagen funktioniert. Deswegen forsche ich jetzt auch gerade, muss ich ehrlich sagen, ganz gerne das andere Zeug, halt die auf Maximum. Und da produzieren wir Hanf, ja, das, da haben wir einfach gesagt, wenn wir nicht wissen, was wir dabei produzieren sollen, wird der Hanf produziert. Ist auch in Ordnung, aber den produzieren wir wenn dann auch gleich groß. So, gut. Das läuft, das läuft, das läuft. 250.000 machen wir pro Zeiteinheit. Das geht auch ganz schön voran. Und jetzt müssten auch unser Unternehmen, naja, wir investieren halt relativ viel. Vom Umsatz her machen wir natürlich mörder viel. Wir geben halt auch mörder viel aus. Das, was die anderen halt nicht machen. Deswegen ist unser Unternehmenswert gar nicht so hoch. Aber schauen wir mal, wie viele Aktien verfügbar sind. 2,3 Millionen, die kaufen wir gleich einmal. Da hat keine, der hat 11 Aktien verfügbar. 1,7 Millionen, die kaufen wir auch gleich. Perfekt. Gut. Gut, 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 gut. Schauen wir da nochmal hinein in die Errungenschaften. Geht nichts. In die News. Ja, die forschen noch alle. Das ist alles. Es dauert halt jetzt ein bisschen. Und sobald wir da die Elektrofabrik haben, Metallfabrik war das ja, oder Chemie? Na, Chemie ist fertig. Die Metallfabrik haben wir gleich die nächsten Forschungen da hinein. Die müsste ja relativ schnell durchlaufen. Weil dann haben wir alle Ressourcengebäude. Obwohl, scheiße, wir sollten jetzt mal nachher die... Ja, wir werden jetzt die Ressourcengebäude noch fertig forschen und dann gehen wir voll in die Unternehmensforschung und dann machen wir erst die Produktforschung. Weil ich könnte die Forschung beschleunigen, auf das habe ich ja komplett vergessen. Aber okay. So, Metallfabrik. Na, wir machen es so. Wir hauen die Forschungsdauer rein. Das Werbefachmann ist uninteressant. Statistikberichtkosten interessiert mich auch nicht. Kosten pro Sektor. So viele Sektoren kaufen wir eigentlich gerade noch nicht. Deswegen gehen wir wieder in die Ressourcenfabriken hinein. Ressourcengebäude. Und sobald wir da sind, 87, können wir die ersten Dinge da auch schon aktivieren. Perfekt. So, wir machen 250.000, 7 Millionen haben wir. Wir können jetzt auf das nächste Produkt gehen. Nämlich die Smartwatch. Und da brauchen wir eine neue Chemiefabrik, die Carbonfaserkunststoff erzeugt. Das bedeutet eine neue Chemiefabrik. Wo stellen wir das Zeug hin? Das ist unser im Endeffekt komplett kupft wie katscht. Immer so schön sage, oder wie ich so schön immer sage. Wir werden da ganz auf die Kante rausgehen. So, und das soll ich erzeugen, die Carbonfaser-Kunststoff-Chemie. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen dann noch eine Chemiefabrik, weil das produziere ich auch noch nicht. Deswegen können wir gleich noch eine bauen. Die baue ich gleich unterhalb.
So. Verbessern. Die machen wir auf jeden Fall noch fertig in dem Bad. Und da brauchen wir das Carbonfaserkunststoff. Da brauchen wir Graphit und Polymer hinein. Das geht relativ schnell. Das ist beides. Na, das eine ist Chemie. Und das andere ist Bergbau. Und dann machen wir das Ganze nachher in das Chemie, weil das ist eine Chemiefabrik. Das ist eine Chemiefabrik? Ja, das ist wirklich eine Chemiefabrik. Okay, da war ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. 2800 Stück bestätigen und loslegen. So, und liebe Leute, ich würde sagen, das war's für heute schon wieder. Ja, schöner Bad, es funktioniert eigentlich gerade wieder ganz gut. Wir sind schon wieder auf dem Weg, dass wir eigentlich unendlich Kohle haben und auch unendlich Geld verdienen. Wir werden aber trotzdem dieses Mal, hätte ich auf jeden Fall vor, alle Gebiete kaufen, die möglich sind. Die Gegner so weit aushungern, wie es geht. Und schauen, so viele einzelne Produkte zu erzeugen, die wir noch möglich haben. Halt, ob das jetzt nach der Unterhaltungselektronik, Textilfabrik oder Autos oder sonst irgendwas sind, da will ich schon schauen, dass wir diesmal das komplette Gebiet voll machen. Es wird halt ein bisschen dauern, stört aber nicht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wie es euch gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es hier weitergeht bei Industry Manager Future Technology. Bis dann. Tschüss.